Ja, herzlich willkommen hier vom Trainingsgelände des VfB Stuttgart am Tag nach dem Saisonauftakt der zweiten Liga. Der VfB hat es super reingefunden in die Saison, 2:1 gegen Hannover 96 gewonnen, einer der Mitfavoriten im Kampf um den Wiederaufstieg. Und trotzdem ist die Stimmung getrübt hier beim VfB Stuttgart, denn heute Morgen gab es die bittere Diagnose bei Marcin Kaminski. Der polnische Innenverteidiger hat sich, wie gestern Abend schon befürchtet, im Spiel das Kreuzband gerissen. Das ist der zweite Kreuzbandriss beim VfB innerhalb weniger Tage. Denn Sascha Kalajdzic hat es schon im Testspiel gegen den SC Freiburg erwischt. Und es drückt tatsächlich aufs Gemüt, hat auch gerade im Gespräch der Sven Mislintat, der Sportdirektor, gesagt, dass ihn und die ganze Mannschaft das schon trifft, weil der Marcin Kaminski eben einer war, der wirklich sich weiterentwickelt hat in dem Jahr Leihe bei Fortuna Düsseldorf, der ja noch gereifter hier zurückgekommen ist und sofort eine wichtige Rolle im Team übernommen hat. Jetzt gilt es ihn zu ersetzen. Sven Mislintat hat auch nicht ausgeschlossen, dass er auf dem Transfermarkt nochmal sich umschauen wird, womöglich eine Verpflichtung tätigen wird, weil eben die Decke jetzt hinten doch dünner geworden ist. Pavard ist weg, Baumgartl ist weg, Kabak ist weg. Da stehen jetzt ein paar Junge hinten dran, die sicher ihre Chance bekommen werden. Aber um da auf Nummer sicher zu gehen, ist es sicherlich ratsam, sich da nochmal intensiv umzuschauen. Ansonsten hat das Spiel gestern gute Ansätze geliefert. Man hat deutlich gesehen, was die Mannschaft vorhat, auch mal vor großer Kulisse, was ja nicht ganz so einfach ist. Es dann, was man im Training erarbeitet, dann wirklich vor 50.000 gegen einen direkten Konkurrenten, um den Aufstieg auch umzusetzen. Das hat die Mannschaft sehr konsequent gemacht. Natürlich mit Schwächen, mit Dingen, die noch nicht geklappt haben, aber das muss sich eben zeigen, das muss sich bewähren in diesen großen Spielen, nicht nur auf dem Trainingsplatz. Da ist noch eine Menge Arbeit zu tun für den Trainer, aber er hat jetzt eine Basis mit dem ersten Sieg, die es sicherlich leichter macht, die nächsten Tage und Wochen anzugehen. Nächste Woche geht es nach Heidenheim, ein ordentliches Pfund, dann gleich am zweiten Spieltag. Aber zumindest das Selbstvertrauen hat alles andere als gelitten gestern.